So, liebe Leute, wir sind wieder hier in Sulfarak. Ein neuer Tag, ein neues Glück, immer noch gleiche Gruppe, selbstverständlich, denn für mich hat sich am Tag ja nichts geändert. So, was haben wir da hinten? Sandwüter, Schattenjäger, Schattenzauber. Okay, geh mal halt über die Kante. Oder? Das ist wieder. Das Problem, ich kann keinen Gedanken futzeln hier. Siehst du, normalerweise würde ich jetzt ihn hier Gedanken futzeln. Geht aber nicht. Er zeigt es mir an mit Kanalisieren, der macht auch die Pose, aber es wirkt nicht. Also, Dotox, wenn du das sehen solltest, bitte fixen. Die Gedankenkontrolle ist eine sehr feine Sache. Auch im PvE ab und an. Schön, dass hier noch einer ist. Ne? Alte Schlamperbären. Ihr alte Schlamperbären. Sehr schön. Gut. Jetzt gucken wir weitermachen. So 37, das bedeutet, ich werde später wahrscheinlich dann beim Rewe einkaufen gehen. Denn in 20 Minuten werden wir das hier nicht mehr packen. Voraussichtlich. Ich muss mal die Viecher auslassen, mich immer ein bisschen zwischenblüttern, damit wir die Trolle aus der Hand zusammenkriegen. Denn wie gesagt, ich weiß ja, dass ich bleibe, bis alle da sind. Viech. So. Da ist der Märtyrer. Der. Ich will sie auf jeden Fall mal hier machen. Und so. Ich kriege hier nämlich meine Panzerschalen raus. Man muss auch manchmal, ist man seines eigenen Glückes Schmied. Alle irgendwie aufeinander liegen. Dann Krankheit wegmachen. Die sollen nicht aufeinander liegen, die blöden Viecher. Da ist noch eine Schale. So, die erste Schrifttafel. So, normalerweise beim Spinnengott müsste man nicht diese Schrifttafel hier lesen. Ja, die Schrifttafel von Tekka. Aber das geht nicht, die grüßt immer nur, wenn man die macht. Und das ist ein bisschen doof. Deswegen haben wir die Spinnengott-Quest aber überhaupt nicht gemacht. Weil das so natürlich nicht geht. Nein. Kann man nicht machen. Irgendwo muss hier noch eine blöde Panzerschale drin sein. Möglicherweise, aber ich krieg's ja nicht.
Ich krieg's einfach nicht. Ich krieg's einfach nicht. Ich krieg's einfach nicht. Vielleicht hier. Ha! Jawohl! Komplett. Sehr schön. So muss das sein. Das kann was. Nein, kann ich nicht mehr. Sekunde ist zu spät. Hinten ist noch ein optionaler Boss drin. Anthusul. Unter Umständen auch was dabei haben. So, eine Quest haben wir fertig. Die gefallenen Rächen. Nee, Quatsch. Hier, Scarpeus Panzerschalen. So. Ich glaube nicht, dass die Scarpeus Panzerschalen. Zu weit entfernt, zu weit entfernt. Wenn die nicht ab, die ja nicht gemacht hat. Ich habe ja vorhin versucht, die ganzen Quests zu teilen vor der Insel. Ich probiere es gleich noch. Nicht qualifiziert ist nicht qualifiziert. Naja, ist halt nicht qualifiziert, tut mir leid. Ich glaube, da musste man eine Vorquest dafür machen. So, ich buff mich mal hinterher. So, der ruft dann immer seine Kinder und seine Kinder sind solche Basilisken. Zumindest hat er es auf dem offiziellen Server gemacht. Ob er das hier auch macht, weiß ich nicht mehr. Müssen wir gucken. Musa Maguga. So. Ja, ja. Machen Sie hin. Machen Sie hin, Hinak. Ich ziehe mal hier noch meinen Schattenwort Schmerz raus. Das kann man immer mal zwischendrin gebrauchen. Gebe ich nämlich gleich eins drauf. Ne, Quatsch, nicht aufs Totem, auf ihn. So. Lass es mal, wenn dann viele kommen davon, dann werde ich sie vielleicht vieren. Jetzt schon mal. Immun. Schwert einhändig. Das ist ein schönes Schwert für Schurken beispielsweise. So. Der hat also nicht dabei, glaube ich. Zumindest für mich nicht. Ach so, parieren, ja. Okay, parieren, ja. Das ist Tankschwert auch nicht verkehrt. Nicht verkehrt als Tankschwert. Hui und jui. So. Vergiss es, kannst du nicht machen. Ist nicht machbar. Okay. Die Server laufen ja wieder extremst stabil. Keine Ahnung, was das jetzt gerade unterbrochen hat. Ich hoffe, es ist noch am Laufen. Ich werde gleich mal die Aufnahme kurz beenden und wieder anfangen, falls es nicht mehr am Laufen ist. Bei der Anzeige weiß man nie. So, ich bin wieder. Da kann ich wieder, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Da ist, bin ich der Einzige, dem es so ergangen ist. Oh Mann, ey. Das ist. Also Dotox, du musst wirklich was machen bei dem Server. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Wo rennst du hin?
Junge, macht, leg doch nicht schon los, bevor alle da sind. Ja, der immense Lag ist ein Disk. Achso, ich habe wieder das falsche Leiste auf. Ja, bitte, bitte renn ums Eck, damit ich dich ja nicht mehr sehe zum Heilen. So, wo ist Laura? Laura ist noch da hinten. Ah, darf ich die Folge nachher wieder zusammenschnippeln? Das Pad auch mal. Das Pad auch was davon. So. So, wir kommen jetzt dann zum nächsten Boss. Die Gräber sollte man in Ruhe lassen. Wenn man die Gräber anklickt, kommen da Untote raus. Also Untote Trolle. Und das ist nicht so hübsch. So, hier ist der nächste Boss und eine Truhe auch. Der Hexendock. Der kann schöne Hände dabei haben. Und die Hände, die hätten wir bitter, bitter nötig bei unseren Händen. Ja. Mir ist es egal. Nur ist es egal. Macht's, wie es denkt. Machen wir halt mal so ein Grab. Tode raus. Den könnte ich allerdings scheckeln, wenn mir danach wäre. Der hat, glaube ich, auch keine Härte dabei. Boah, drei Stück! Hallo? Drei Trollhärter? Seid ihr bekloppt? Mache ich noch genug Platz? Ja. Ey, drei Trollhärter hat der dabei. Oberschmuck. Ist ja Wahnsinn. Ist ja der Überwahnsinn. Oh, da braucht jemand meine Heilung. So. Ah. Helft mir doch mal. Mister, ich stehe rum. Gräber gehen ja recht schnell. Und für Troll 3 Aushärter hier, ne? Für 3 Troll aus. Ah, um Gottes Willen! Ich war Krawoschinski. Ah! Ja, wenn du da weit. Ja. Du bist auch ein Eumel. Ich muss hier die Leute auch heilen, du Übersichtsmonster. Ja, oh, oh. Oh, würde ich jetzt auch sagen. Oh.
Komm, hol mich zurück, hol mich zurück, hol mich zurück, hol mich doch zurück. Das passiert, wenn man als Tank immer von Leuten wegrennen muss und sich nicht umguckt. Dann passiert genau sowas. Was ist denn? Könnte der Herr vielleicht warten, bis wir die Buffs haben und aufgetankt sind. Ich muss echt während dem Kampf plündern. Ah! Ja, lass doch, mach doch erstmal den anderen, wenn da schon einer offen ist. Und lass doch den im Scheckel drin. Ich habe übrigens keinen Mana mehr. Mal so. MDW könnte ich auch vertragen. Aber gut. Muss nicht zwingend sein. Ja, und die Folge. Gott, die Folge ist schon wieder rum. Meine Güte. Also, morgen geht's weiter mit dem Boss hier. Bis dann. Macht's gut.